Hallo und willkommen zurück hier auf unserer Insel bei El Presidente und Dansicht. Wir schauen mal, wir haben ja unser Werk hier letztes Mal gebaut, unser stinkendes, schöne Kohlekraftwerk. Könnten wir auch Kohlekraftwerk nennen, dann hätten wir wenigstens gewusst, dass es Kohle benötigt. Aber naja, wie dem auch sei. Wir haben hier einiges zu bauen. Wir sind ja eigentlich nur stetig am Bauen gerade und haben eigentlich keine rechte Übersicht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich muss irgendwie mal schauen. Auf jeden Fall haben wir hier hinten eine schöne Konservenfabrik. Da haben wir auch regionalen Verbrauch. Wir müssen die Spaßzufriedenheit hochsetzen, denn wir haben es unseren Bürgern versprochen. Was auch immer das bedeuten soll. Wir können die Verfassung öffnen. Was ist da los? Wo ist da irgendwas? Wahlrecht? Ja, es ist doch alles in Ordnung. Ich will eigentlich gar nichts ändern. Verstehe gerade nicht, warum mir das hier unten Info angezeigt wird. Wäre schön, wenn ich dann auch eine Info dazu hätte. Aufhebbar, ja, ist ja nett. Kann ich hier irgendwie drüber? Ja, das ist ein schöner Info-Button. Der ist wunderschön. Oh nein. Will ich, was soll ich hier? Muss ich hier irgendwas ändern? Reiche? Nee, offene Wahlen. Schauen wir mal. Eigentlich will ich doch gar nichts ändern. Glückliche Kindheit. Das Recht vor, die Arbeit von Personen unter 18 einzuschränken, zu regulieren und zu unterbinden. Mit Ausnahme erbaulichen Beschäftigung mit dem Austragen von Zeitungen, dem Bemalen von Zäunen, der Herstellung und Verkauf von Limonade, dem Mähen von Rasen und Feldern und allgemeinem Schabernack. Ich finde das völlig in Ordnung, da muss ich doch nichts ändern, oder? Ich könnte es ändern wahrscheinlich, hier genauso in der Politik. Müsste ich auch nicht, da könnte ich eine Delegation senden, die darf ich gar nicht loben hier, okay. Boah, nö, eigentlich alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo das da ein Problem gibt. Gut, das einzige Problem ist das hier. Dass wir gar nicht so gut dastehen bei unseren lieben Bürgern. Aber hier haben wir auf jeden Fall ein paar Häuschen mehr. Das ist schon mal gut für die Feuerwehr sozusagen. Und hier kommt kein Material an, weil wir zu wenig Zucker haben. Oder wie sieht das aus? Wir haben 4 Zuckerplantagen. Sollte doch eigentlich reichen. Aber wir machen unsere Spaßbude. Genau, wir haben als letztes dies hier gebaut. Ja, sehr schön. Wieder 5000 Überfallpunkte. Ich weiß gar nicht, was mit so viel Überfällen. Müssen wir doch mal irgendwas Tolles klauen, so wie es aussieht. Genau, wir wollen das hier noch erforschen. Wir wollen Konserven, Radiosender noch bauen, eine Militärbasis. Angriff ist die beste Verteidigung, Präsident. Aber im Moment bin ich nur mäßig angriffslustig. Das hat nichts mit ihrer Führung zu tun und auch nicht mit meiner. Unsere Armee ist einfach nicht offensiv genug, um in die Defensive zu gehen. Okay, ja, wir holen uns natürlich den Ruf, der ist immer gut. Bisher ist auch nichts passiert, lustigerweise war auf der ersten Insel, wo wir ständig angegriffen von Piraten. Das passiert hier ja gar nicht. Warum ist denn das jetzt auf einmal hier so hochgeschossen? Wahrscheinlich, weil der Spaß jetzt mal abgeht hier. Wir könnten ja noch ein bisschen Spaß schauen, ob wir noch was für den Spaß haben. Unterhaltung, der botanische Garten, den Kirmes haben wir gebaut. Das da können wir noch bauen, der botanische Garten. Ich glaube, den können wir hier irgendwo hinbauen, oder? Das ist doch ein ganz schönes Fleckchen eigentlich. Aber obwohl... kann man denn hier... wie sieht das denn da aus? Der botanische Garten. Wo hätte man denn da für schönen Blatt? Ja, hier wäre auch supi. Jawohl. Ist da ein paar Häuser weichen, so ist das halt. Oder hier hinten, da ist auch nicht schlecht. Muss auf Land platziert werden. Ja, wer hätte es denn gedacht? Hier finde ich gut. So zwischen den... weiß ich nicht. Was soll das sein? Da leben bestimmt Krokodile und so. So, jetzt muss man das irgendwie hier anschließen. Gucken, hier geht doch, hier geht.
Hier geht, dann machen wir es halt so. So. Haben wir hier auch noch? Nee, hier vielleicht? Oh. Oh, das ist ja schade. Naja, reicht doch auch so, wenn wir das so bauen. Genau. Der Spaß. Was haben wir denn noch? Wir müssen noch immer noch gebildete Leute. Wir brauchen noch gebildete Leute. Wir brauchen vor allem den Radiosender. Den können wir jetzt, da wir ja Strom haben, auch bauen. Wo ist denn unser Radiosender überhaupt? Es hat ja bestimmt hier Nahrung, Ressourcen, Industrie, Wohngebäude. Ich muss hier jedes Mal durchklicken, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo was ist. Da gibt es so ein schönes Theater, Opernhaus. Ich glaube, das habe ich ja schon. Und hier ist ein Radiosender, der kostet gar nicht, die Blaupause kostet gar nicht so viel. Der kostet auch nicht so viel und der soll in der Nähe der Botschaft stehen. Ist doch hier der perfekte Platz dafür, oder? Bräuchte man noch ein paar Häuschen. Ich kann mal hier ein paar Wohngebäude noch bauen. Was ist denn ein etwas besseres Wohngebäude für einen neuen Haushalt? Der Mieter müssen mindestens arm sein, produziert nur wenig Verschmutzung. Und das da? Mieter müssen mindestens arm sein, geringe. Niedriger Qualität. Ich glaube, ich kaufe mal hier so eine Absteige. Das ist doch mal ganz interessant. Kann ich die? Nee, die Bille kommt nicht hier in der Nähe meiner Unterkunft. Wollen wir hier jetzt hin und bauen auch hier eine Straße. So. Da kann man bestimmt auch noch was verschönern, oder? Wie sieht das denn hier aus eigentlich hier mit Sneaker-Dekoration? Uiuiui, ist das hässlich hier. So, bauen wir hier mal hin. Bauen wir hier noch was hin. Könnte man sowieso machen, aber wir sind ja hier nicht zum Schönbauen. Ihm neue Leute. Da müssen wir mal in unseren Almanach noch schauen. Hier wird ja schön ausgebildet. Das freut mich schon mal sehr. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch bauen müssen. Waffen exportieren. Da müssen wir mal schauen, wie die Linie ist. Also wie die... was wir dafür alles brauchen. Ich denke mal Metall. Milch, das war einfach zu wenig, oder? Verstehe es nicht. Und wir haben schon eigentlich bei Milch, na, die produzieren ja, ne, die produzieren keine Milch. Wir haben hier die Schweine noch. Schweinefarm. Da ist der regionale Konsum aus. Und wir haben hier noch eine Farm. Die auch, ne, Fleisch und Felle. Achso, okay. Ich verstehe. Brauche ich noch irgendwas für die Milch wahrscheinlich? Ja, denn Milch, wir brauchen auf jeden Fall noch Milch. Ja, schauen wir mal, was man. Na, wir haben kein Geld mehr. Vielleicht Plantage. Nicht Plantage, sondern eine Farm benötigen wir. Und wir bräuchten Schafe, Leder, Schwein, Wolle. Dann machen wir halt doch noch eine Schaffarm. Sind wir denn hier Schafe? Ah. Haben wir denn hier? Ja, da bauen wir sie schon. Die Farm für die Schafe, dass wir ein bisschen mehr Milch bekommen. Jetzt haben wir zwei. Warum kriegen die das Zeug nicht? Schauen wir mal. Fisch, Wareneingang und Ananas. Okay. Lager. Okay. Geht mir gar nichts. Ja gut, da arbeitet ja auch kaum jemand. Also doch noch ein Ananas. Wahrscheinlich Ananas. Machen wir doch auch gleich. Machen wir noch eine Ananas. Farm, Plantage meine ich, ja, wenn wir irgendwann mal wieder Geld haben. Aber das sieht gerade eher mau aus mit unserem Geld. Ganz schlimm sieht das sogar aus. Ah. Wird der eigentlich mit Blaulicht den hinterher? Ah, guck, da plöppt einfach auf einmal ein LKW auf. Das ist einfach nur schön, oder? Sieht ein bisschen wild aus. Das sieht ein bisschen aus wie unser
unser Haus, Häuschen, unser. Guck mal, ja, doch, ein bisschen. Der Präsident ist drin. Oh, mal reingeflutscht. So, der fragt ein weiterer Tag. Hat was abgeholt. Und Konserven. Geschäft. Geschafft. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Wenn Sie jetzt hier unterschreiben würden, Initialien hier, ein Tropfen Blut hier, das war es. Jetzt müssen wir nur den Schredder mit dem Papierkram füttern und die Streifen ins Feuer werfen. Gut, alles geschafft. Das ist ja toll. Okay. Radiosender ist auch gleich fertig, dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Was steht denn da? Der Radiosender, Botschaft-Achsenmächte, ein Radiosender wollen die haben, die Achsenmächte. Dann kriegen wir von denen noch ein bisschen mehr Geld. Uns ist es ja egal, wo das Geld herkommt. Wir wollten noch eine Farm bauen. Das können wir jetzt auch machen. Plantage. Mann, ich und meine Farm, Plantagen und was auch immer. Ananas. Wenn ihr eine Ananas macht, bin ich das. So, das stellen wir hier hin. Sehr gut. Hier gegenüber der Feuerwehr und wie viel arbeiten denn da so? Oh ja, okay. Dann können wir hier doch einfach nochmal ein Häuschen hin. Wohngebäude. Hier könnten wir mal so eine Absteige hinbauen. So, oder? Oder hier? Hier ist noch besser. Hier bauen wir jetzt so eine Absteige noch hin. Auch die Strom, die Absteige? Gar nicht. Es ist getan? Oh. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird? Ja. Ein fragender Geist sollte respektiert werden, Präsidente. Als Kind wurde mir Philosophie beigebracht. Was einen nicht umbringt, macht einen nur stärker. Wussten Sie das? Danach bin ich in der Armee beigetreten, also muss ich jetzt wohl sehr stark sein. Okay, jetzt können wir uns entscheiden, was wir wollen. Ich weiß gar nicht, ich habe... Also Zielsetzung... Muss ich mal schauen... Wir können mal verborgene Rollen aufdecken. Was auch immer das jetzt genau bedeutet. Das erklärt das Spiel leider noch nicht so schön. Pflegen Sie Beziehungen zu politischen Fraktionen. Gleichzeitig Weltkriege. Okay. Seien Sie sich darum, wenn Sie einen Meisterverbrecher von den Alliierten behaupten, er sei Tropico. Wenn ein Gebäude eine negative Sicherheit... werden die Werte erhöht. Was war das? Oh, Präsidente, welch Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, Sie wären der Hunne. Die Propaganda sagt, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Ich sollte es wissen. Okay. Ich verfasse Sie. Setzen Sie sich und genehmigen sich einen Drink. Ich bin Witten Marlborough. Verschiedenen Fraktionen. Okay. Ich habe da noch nie drauf geklickt, ne? Ja, interessant. Die Konstruktion hier ist jetzt auch interessant. Naja. So, wie sieht's denn aus? Was brauchen wir noch? Wir wollen noch dieses Ding da erforschen. Überfall retten abgeschlossen. Wir schauen mal hier in unseren Eimer nach. Das sieht doch eigentlich alles super aus. Ich gebe bisher eigentlich ja gut 48. Was haben wir da? Niedrigstes Kapitalisten. Wir haben haufenweise obdachlose Bürger und unsere Gesundheitsversorgung scheint gerade ein bisschen einzubrechen. Allerdings immer eine gute Sache für Wahlen. Und wenn das hier jetzt noch hochgehen würde, wäre noch besser. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal ein Spaßgebäude für die bauen hier, oder? Und wenn das hier endlich mal zuschlägt. Da ist nämlich noch irgendwie keiner. Doch, Forderung abgeschlossen. Gerade eben passiert. Wunderbar. Die Leute lieben mich einfach. El Presidente lieben sie einfach. Was soll ich sagen? Wir könnten hier noch ein bisschen verschönern. Das sieht hier ein bisschen traurig aus. Aber wir haben ja wieder mal kein Geld. Na gut. Da kommt einfach nichts an. Verstehe ich noch nicht. Nicht ganz. Da ist ein Schiff draußen. Reicht wahrscheinlich nicht für die ganzen Menschen, die wir haben. Naja, uns geht es jetzt nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut.
Wir produzieren eigentlich auch nichts wirklich hier. Wir müssen uns immer noch um die Bildung kümmern. Die scheint noch nicht gut genug zu sein. Aber wir haben auch kein Geld für die. Jetzt wird es langsam eng hier. Geld. Was brauchen wir denn für eine Uni? Uiuiui, das kostet uns richtig viel Geld. Wir können denn ja mal schauen, was uns die Piraterie noch einbringt. Die Piraterie. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Kokosnuss, Zucker, Kaffee, Mais, Gold. Ich glaube, wir werden als nächstes mal hier. Was brauche ich denn dafür? 2000. Dafür brauche ich auch jedes Mal 2000. Okay. Geldscham. Beute, Baumwolle, Fleisch, Öl, Bananen, Felle, Eisen, Kokosnüsse, Zucker, Wolle. Wir können ja das mal machen. Kaffee, Mais, Kohle. Das können wir mal machen. Das können wir auch mal machen. Ach ja, gut. Was haben wir denn sonst noch? Kommandogarnison. Bauen Sie zuerst Gebäude. Bauen Sie zuerst Gebäude. Was wollen die denn, dass wir da bauen? Spionage. Okay. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch viel zu entdecken. Wir wollen aber unseren Spaß erhöhen. Ne, unsere Bildung. Nicht Spaß, die Bildung wollen wir erhöhen. Dann brauchen wir erstmal für die Uni hier so eine Blaupause. Das muss man halt kaufen und dann kostet es uns 12.000, um das Ding zu bauen. So eine Uni. Schauen wir mal. Das ist hier mittellos. Benötigter Wohlstand. Da irgendwas heißt, erhöht die Effizienz. Das Gebäude benötigt ein wenig Strom. Reicht mir da der Strom nicht? Wie viel produzieren wir denn gerade hier? 360, Netzwerk 1, Netzwerk Bilanz 230. Nö, sollte eigentlich reichen. Und warum? Kostet wahrscheinlich Geld, nehme ich mal an. Aber er sagt mir... moderne Zeit muss das sein. Okay, ich verstehe. Verstehe, da fehlt Zucker, oder? Was ist da das Problem schon wieder? Fehlt Zucker, okay. Na gut. Da hinten fehlt überhaupt alles wahrscheinlich. So läuft denn der eigentlich hier rum, der Arbeiter? So, hier haben wir... Ja, das haben wir schon. Hier haben wir die Farm. Das schalten wir erstmal für den regionalen Konsum ab, dass wir wirklich mal jetzt langsam diese blöden... Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Nein. Anscheinend haben die Bären die Bullen gefressen. Was für ein Chaos. Ja. Es ist vermutlich eine Illusion der Börse, aber es gibt immer noch Gerede über die Rezession. Fürchten Sie sich nicht, Press. Ich habe einen genialen Plan, für den Sie definitiv den Ruhm einstreichen wollen. Okay, der will, dass wir eine Klinik bauen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein dummer Gedanke. Das ist sowieso was, was wir tun sollten, wenn wir Geld bekommen. Na, schauen wir mal. Jetzt brauchen wir erstmal Geld für unsere Klinik. Schauen wir mal, was die Klinik kostet. Ich hoffe, wir schaffen das noch, die Klinik jetzt zu bauen. Ich glaube... So haben wir eigentlich zwei Bibliotheken. Wie blöd ist das denn? da habe ich nicht aufgepasst. Ich habe einfach mal eine zweite Bibliothek. Da ist schon eine Klinik. Eine zweite Bibliothek gebaut. Warum auch immer. Das kostet mich doch Budget. Das kostet mich doch Geld. Okay. Ja gut, wir lassen die auf jeden Fall stehen, solange wir noch nicht das hier erreicht haben.
Nicht, dass es dann voll nach hinten losgeht. Eine neue Klinik wäre schön. Ich würde gerne eine neue Klinik bauen. Aber wir machen gerade nur miese hier. Jetzt hoffen wir, weil unser Frachter hier ankommt. Also letztes Mal ging es uns deutlich besser mit dem Geld. Blaupause einer Kaserne, das ist ja nett. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld, das reicht aber lange nicht. Für den Bau einer Klinik. Müssen wir uns dann nächstes Mal drum kümmern. Dass wir hier Geld scheffeln. Mann, Mann, Mann. Nicht, dass ich mich jetzt hier irgendwo mies reingebuddelt habe. Ach je, oh je, oh je, oh je, oh je. Gefängnis. Nein. Ach, jetzt geht's dann wieder. Dienstleistungen. Nein, kleiner Laden. Kostet uns 3000. Ja, da kommen 3000. Und die Achsen möchte uns mal ein bisschen Geld rüberschieben, würde ich sagen. Schieb mal ein wenig Geld rüber, Achsemächte. Das ist nur trockenes Holz. Jetzt nehmen wir uns gleich eine schöne Aussicht. Müssen wir auf jeden Fall die Bibliothek killen. Ich finde es echt, das haben sie echt schön gemacht. Sieht einfach schön aus. Auch die Kähne bewegen sich zwar nicht, aber trotzdem finde ich das ganz schön. Und vielleicht können wir irgendwie, kriegen wir irgendwie können wir denn schnell an Geld kommen? Denn hier mit den paar Gefangenen, haben wir keine Gefangenen? Denn eigentlich das hinter Gittern. Basiseinstellung betrieben, Umschulungsprogramm. Ungebildete Häftlinge haben eine Chance, um eine Highschool-Ausbildung zu erhalten, während sie ihre Strafe absitzen. Strafarbeit. Senkt die Effizienz. Aha. Gott, das kostet mich ganz schön viel Kohle, das Ding. So ein Gefängnis. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsident. Ja. Alles ist schiefgegangen und wir brauchen eine verlässliche Hand am Ruder. Na natürlich, ja. Der Präsident ist da. Es gibt scheinbar keinen besseren Präsidenten für den Job. Die Jungs von der Profilerstellung lieben sie wegen ihrer moralischen Flexibilität. Kein Druck, nur die üblichen Bombendrohungen. Tschüss. Okay, eine Importhandelsroute. Ja, das ist ja noch schlimmer. Was soll ich denn jetzt mit einer Importhandelsroute? Ey, da muss ich ja nochmal Geld ausgeben. Das ist ja schier unmöglich. Schade, ich wollte eigentlich noch was bauen, aber in dem Fall werden wir mal hier schauen. Das Zollamt erforschen. Ich hab doch das Zollamt. Ah. Okay, Achsenmächte haben uns ein bisschen Geld drüber geschoben, bringt aber immer noch nichts. In dem Fall müssen wir das nächste Mal schauen, dass wir das Geld zusammenkratzen für unser neues Gebäude. Dass wir es nicht vergessen. Wir wollen eine Klinik bauen. Und das werden wir dann hier in diesem Bereich tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. El Presidente. Und nächstes Mal wieder. Und da hinten ist ein gesunkenes Schiff. Und tschüss.